von diesem klassischen oder konventionellen Kunstbetrieb. Also das heißt ja auf gar keinen Fall von der Kunst, sondern einfach nur von diesem, von diesem Betrieb. Stimmt das? Und wenn ja, warum hast du das gemacht? Ich weiß nicht, es gibt auch persönliche Gründe, warum man oft sowas tut oder wenn man sozusagen für sich auch sehr mal. Ich habe mich dann auch sehr zurückgezogen, weil ich dachte, dass ich mehr für mich sein muss, ja, und weniger Einfluss von außen hatte. Ja. Ich hatte ja damals viele Möglichkeiten, aber es war dann irgendwie, habe ich gedacht, ich kann diese Sache nicht erfüllen. Ich konnte ja nicht so schnell arbeiten. Ja. Mhm. Mir ist es nicht möglich, schnell zu arbeiten. Vielleicht heute ist es anders. Ja. Aber ich konnte damals nicht jedes Monat eine Ausstellung machen. Ja. Ganz, und das ist aber notwendig oft. Ja. Und also jetzt hast du es dann einfach verlangsamt. Also du gibt ja auch Künstler, die steigen dann völlig aus der Kunstwelt aus. Also da gibt es ja berühmte Beispiele dafür. Das hast du ja nicht getan. Nein. Sondern du hast dich einfach zurückgezogen und hast dann deine Arbeit. Ja, und habe auch mehr im Bereich von Musik und Theater gemacht. Ja. Ja. Aber ich mal zurzeit recht viel. Mhm. Ja. Und das ist mir jetzt sehr wichtig. Und ich komme wieder auf die Skulptur, ja, aber in einer anderen Form. Ja. In einer anderen Form, vielleicht in einer klassischen Form auch. Ja. In einer klassischeren Form heißt weniger performativ und auch weniger in Gesamtinszenierungen gedacht, sondern stärker auf Einzelwerke. Auf Objekte, ja. Ja. Du hast mir, glaube ich, jetzt in einem PDF, waren von diesen neueren Malereien, also so aus... Ja, diese Körper, diese Arme und sowas, ja. Na, so abstrakte Arbeiten waren das? Ach so, ja. Das sind die alte Arbeiten, ja, ja. Und das sind die... Papa, ja. Bleiben wir mal hier, vielleicht kannst du mal diese Wollarbeit... Das hat damit zu tun, dass ich sozusagen mit Roland Reiter, da haben wir sozusagen ein Projekt, das heißt Crystals on Tour, ja. Und davon, diese Arbeit, das sind viele Strickarbeiten. Ich habe viele Strickarbeiten gemacht in den Anfang der 90er Jahre. Und das ist eine Arbeit davon, ja, genau. Aber die will ich gar nicht erklären, sondern ich finde die einfach nur lustig. Ja, da bin ich hängen geblieben, weil man sich dann fragt, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Skulptur, ja, schon. Oder soll das auch benutzt werden, zum Beispiel? No, das kann man sich sozusagen auf die Türschnalle hängen, warum nicht? Ja? Aber es ist eine wichtige Arbeit, das ist, glaube ich, eine wichtige Arbeit. Ja? Vielleicht so eine zentrale Arbeit. Ja? In welcher Weise? Das hat natürlich nichts mit der Größe zu tun. Ja? Es ist eine sehr kleine Arbeit, aber ich glaube, eine sehr zentrale Arbeit. Ja? Das ist mir sehr wichtig heute noch. Es gibt ja Arbeiten, die vermisst man nicht mehr, aber die finde ich noch sehr spannend. Ja? Es gibt auch Arbeiten, da hätte man gern, dass sie... wieder sich entmaterialisieren, obwohl sie schon in der Welt draußen sind. Ach so, echt? Aber das gelingt ja nicht immer. Das passiert wahrscheinlich über die Jahrtausende permanent, oder? Aber also ich bin an der Arbeit hängen geblieben und ich habe mich gefragt, ob das eben, also das ist ja auch aus den 90er Jahren. Ja. Yeah. Aber da gibt es viele so Strickarbeiten, ja, die sind halt so, aber die sind so wie Bildmotive, ja, die haben halt irgendwelche Namen, irgendwelche kurze Namen und die ist vielleicht so was, was die Strickarbeiten zusammenhält, ja. Auch, ja. Aber die Strickarbeiten sind jetzt nicht immer Arbeiten, also das sind jetzt nicht die Türschnallenarbeiten, sondern... Nein, überhaupt nicht, nein, das sind Strickarbeiten so, in allen möglichen Formen. Aber nicht riesig, ja, eher sehr klein. Ja. Aber die sind oft sehr bildhaft, ja, auch in den Begriffen. Und vorher habe ich ja eher mit Kleidung auch gearbeitet, so Mitte der 80er Jahre. Mhm. Aber das habe ich dann, ja. Aber spielt jetzt Mode noch eine Rolle für dich in deiner Arbeit? Mode spielt in dem Sinn eine Rolle, dass ich sozusagen in der Klasse bin und dass ich da froh bin, in dieser Klasse zu sein. Ja. Also du unterrichtest jetzt für die Ich bin da in der Modeklasse und ich habe mich da immer am wohlsten gefühlt. Ich wollte nie in einer
bildenden Kunstklasse sein. Mhm. Weil die Mode hat etwas, was ein bisschen vielleicht auch eine Nuance von Befreiung hat. Das ist kaum intellektualisiert, obwohl es jetzt passiert. Ich finde das auch nicht schlecht. Aber die Herangehensweise ist oft sehr, sehr banal. Ja? Und das ist oft irgendwie recht erleichternd im künstlerischen Betrieb. Ja? Am schwierigsten habe ich immer die Leute empfunden, die Pädagogik studieren, ja, in bildnerische Erziehung. Die ja. waren immer am kritischsten in der Kunst. Ja. Aber du unterrichtest, also ich weiß nicht, ob das jetzt die anderen beiden ja. mitbekommen haben, an der angewandten. In der Modeklasse. Ja. Und was das denn Lehrauftrag seit. Ja, ich bin da schon lang dort und ich mache dort Zeichnen und Projekte und auch Text und so in der Form, ja. Indem man mit den Leuten spricht, was sie eigentlich wollen, ja. Mhm. Warum sie das tun, was sie tun, ja. Und es ist ja irgendwie auffällig, dass in den letzten Jahren, oder vielleicht ist das, kannst du das jetzt, stimmt das nicht, und es ist nur meine Beobachtung, viel mehr Leute aus der, die Mode studieren, dann eigentlich in die Kunst wechseln. Ja, wie die Lena Jakob, ja. Die war ja auch auf der Angewandten. Ja. Ja. Was denkst du, warum das so, also warum gibt es diese Tendenz? Weil es kaum zu unterscheiden ist, weil sie jeder jedem annimmt und weil alles so überlappend geworden ist. Ja. Die Grenzen sind irgendwie sozusagen gebrochen worden. Ja. Die haben sich gebrochen. Und im Grunde genommen ist kaum mehr zu unterscheiden, was dann Mode ist oder was sozusagen bildende Kunst sei. Ja, diese Grenzen sind völlig verschwommen. Ja. Aber ist auch nicht notwendig. Ja, ja. Naja, ja. Also ich meine, die Felder sind ja trotzdem noch sehr verschieden geblieben. Ich bin mir nicht so sicher, weil in der Mode werden ja bei den Fashion-Shows und so wird ja kaum, könnte man kaum sagen, dass es jetzt nicht bildende Kunst oft sei. Ja, ja, das stimmt. Also so bei der Inszenierung, ja. Ich spreche jetzt von der Inszenierung und sozusagen, wie mit Dingen umgegangen wird und mit Theatralik auch, ja. Ja. Und woran arbeitest du jetzt gerade? Zurzeit arbeite ich eigentlich an einer Performance, wo ich so zum Beispiel an der Musik zurzeit arbeite und mal sehr viel, ja. Mhm. Und da beschäftige ich mich auch mit diesen körperhaften Ideen. Ja. Also mich interessiert immer schon der Körper. Ja. Egal, ob es jetzt sozusagen der Strick war, aber es hat immer mit Körper zu tun. Ja, weil es immer nah, weil kaum zu unterscheiden ist zwischen Kleidung und Körper, weil ja der Körper sozusagen die Kleidung modelliert. Ja. Sonst hat er kaum so eine Wahrhaftigkeit. Ja. Und mir hat das immer schon interessiert, dieses... dass der Körper sozusagen eine Metamorphose durchmacht und diese Metamorphose auch sozusagen immer Anteile der Maske besitzt. Ja? Also dieses sich verhüllen andererseits, aber auch um näher zu kommen an sich selber auch. Ja? Weil die Maske ist auch teilweise ein Schutz, wie man es auch jetzt hat. Ja? Mhm. Das ist so Maskieren. Was? Das Maskieren und das... Das Maskieren, ja. Ja. Kostümieren, das spielt ja, also bei allem, was ich jetzt gesehen habe, ist so eine durchgängige Konstante, so eine Konstante ja. in deiner Arbeit. Ja, schon, ja. Das ist eine wichtige Sache. Auch so, weil die Maske, die besitzt auch die Idee der Grimasse. Ja? Also ja. Es hat vieles, also es hat viel auch mit Erzählung zu tun und mit Geschichten, die darin verborgen sind. Ja? Die Maske selbst ist ja sozusagen eine Form der Erzählung, ja, wie man es auch aus der Antike kennt. Ja. Das sind in dem PDF, das du da geschickt hast, ja. Barbara, da gibt es diese beiden Arbeiten, also das ja. ist jetzt die Fotoarbeit und dann sind kommt diese Pygmalion-Studien. Eine Frau, genau, vielleicht erzählst du darüber was. Ja, das hat damit zu tun, dass sozusagen, ich weiß nicht, ob du die Mythologie der Pygmalion-Geschichte kennst. Ja. Aber das hat damit zu tun, dass sozusagen das Objekt das Liebesobjekt wird. Ja. Obwohl es sozusagen
nicht beseelt ist im Sinne, aber es wird beseelt sozusagen, der Stein oder das Objekt wird beseelt durch die eigene Lust. Ja. Ja. Und, also diese Form, dass der Stein dann sozusagen ein lebendiges Objekt wird. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Der Stein ja, sozusagen was wird, was sozusagen Lebendigkeit erhält. Ja. Und das kaum zu unterscheiden ist zwischen Leben und Tod, ja, oder zwischen anorganischen und organischen. Ja. Und das interessiert mich dran. Das ist natürlich eine schwierige Frage, dieser Pygmalion-Effekt. Aber er interessiert mich, dass es sowas gibt in der Geschichte, dass sozusagen Objekte, die scheinbar anorganisch sind, lebendig werden können. Ja? Und sozusagen Teil der eigenen Liebe und der Lust. Ja? Und aber es hat nichts mit Voyeurismus zu tun. Ja? Das ist wieder anderes, anderer Vorgang, Voyeurismus oder Pornografie oder die Form. Ja? Und wie überträgt sich jetzt diese Geschichte auf diese Arbeiten? Weil wie könnte man das lesen? Weil ich meine, Da kann ich nichts dazu sagen. Da will ich auch gar nichts dazu sagen. Also sind diese Figuren... Ich will das gar nicht in dem Sinn erklären, weißt du? Das sind Photoshop-bearbeitete Figuren, oder? Nein, die sind so inszeniert. Die sind so... das ist nicht Photoshop, ja. Die sind einfach so geschminkt und... Ja, genau. Hm. Und das sind dann weißen Hintergrund, ja. Und das sind dann fotografische Arbeiten groß. Das sind einfach Skulpturen, ja, die mich interessieren, ja. Mhm. Das sind jetzt neuere Arbeiten. Das sind neue Arbeiten, ja, vielleicht 2 Jahre oder so. Ja. Aber mich interessiert überhaupt dieser ganze Aspekt. Und ich arbeite auch so an solchen Bildern, ja. Mhm. Aber die heißen dann Studien, ja. Ja. Und die haben eher mit Oberflächen zu tun und mit Lust und sowas, ja. Ich glaube, du hast eher PDF auch ein Stück lernen, oder, davon? Ich habe, das ist jetzt nur leider das PDF, das die Artwick hat, weil die anderen hast nur du mir geschickt. Ah, so. Da sind abstrakte Malereien drinnen. Ja, abstraktisch, ja. Also einerseits abstrakt, andererseits könnte man sich auch darunter... Das sind so wie mikroskopische Ausschnitte auch. Ich habe ja auch viel, auch immer mit so... Früher auch in den 80ern so mit Bakterienkulturen und sowas gearbeitet. Ja. Mhm. Und das verändert sich natürlich jetzt in der Form. Also ich habe jetzt andere Schwerpunkte. Und die haben schon damit zu tun, mit dieser Idee, wie soll man sagen, dass die Sachen sozusagen transformiert sind. Also mich interessiert überhaupt nicht jetzt in dem Sinn die Wissenschaft mehr, sondern mich interessiert diese Transkription oder diese Form der Metamorphose von Ideen, also wie zum Beispiel dann eine Metamorphose entsteht von wie man sagt, ja, in dieser Pygmalion-Struktur, dass diese Metamorphose sozusagen dieses Bild entwickelt, ja. Aber das sind alles Dinge, die sozusagen nicht vom Intellekt her kommen, sondern wirklich nur vom Bedürfnis. Ich habe dann sozusagen, wie man sagt, das ist so ein Need oder sowas. Man hat so ein Bedürfnis, das zu tun und fragt aber nicht nach, weil man es gar nicht noch kann, weil man es noch gar nicht weiß, ja, warum man es tut. Ja. Aber trotzdem, also das ist ja jetzt auch nicht so gängig, dass Künstler so viel schreiben wie du. Und dass sich das auch durchaus intellektuell anhört. Ja, aha. Also, ja. Das ist jetzt ein interessanter Widerspruch eigentlich, finde ich. Aha, das ist auch gut. Ja. Intellektuell oder zu... Aber ist eh gut, ein Widerspruch finde ich gut. Ja, weil das ist, wenn Dinge zu klar sind, dann sind sie, muss man ihr eh misstrauen. Ja, klar, natürlich. Also vor allem die Kunst, das ist ja auch überhaupt nicht jetzt, also wenn man das jetzt so verkürzt sagt, nicht die Aufgabe der Kunst, Klarheit zu schaffen. Ja. Sondern irgendwie. Meinst du das sozusagen, dass man, dass Kunst nicht Klarheit schafft? Ob ich das denke? Ja, ob du das denkst, ja.
Ich glaube, das ist nicht eine Ihrer Aufgaben, aber ich wüsste eh nicht, was die Aufgabe ist. Also Ja, Aufgabe ist an sich schon wahrscheinlich jetzt ein schlechter Ausdruck. ja. Na, ich finde es nur interessant, weil du das sagst. Ja. Aber ich meine, es ist jetzt, ich weiß es auch nicht, die Kunstwelt hat sich auch wahnsinnig stark verändert, weil sie sich schon stark gespalten hat in eine sehr verintellektualisierte Kunst und in eine sehr visuell, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass das jetzt irgendwie eingängige Kunst, die am Kunstmarkt sehr gut funktioniert. Ja, ja. Also diese Spaltung ist ja, finde ich, ich habe auch in den 90er Jahren studiert und du hast in den 90er Jahren sehr viele Ausstellungen und also mehr Präsenz gehabt als jetzt. Und da gab es ja diese Trennung nicht in der Form. Ja, das stimmt. Ja. Aber das ist so wie die gesamte Gesellschaft. Ne, wahrscheinlich, ja. Ja. Und das ist nur so eine Manifestation dessen, ja, was da passiert. Ja. Aber wo das hinführt, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber hast du das Gefühl, dass dir die Kunstwelt im Moment, oder dass dir das Spaß macht? An sich macht mir die Arbeit Spaß, ja. Mehr so Spaß. Gar nicht so sehr interessiert an den Dingen. Also ich bin vielleicht sogar im Grunde genommen ein Kunstbanause. Aber mich interessieren einfach dieser Vorgang, da drinnen zu sein und das leben zu dürfen. Ja. Ja. Das ist mir wichtig. Ja. Und das, ich habe das Glück, dass ich es kann. Ja. Das ist ja auch ein Glück. Durch den Teaching-Job irgendwie meinst du auch? Ja, oder? Aber der ist nicht so großartig im Sinne von Stunden. Also ich kann dann, ihr habt recht ein Glück, ja, dass das so funktioniert alles. Ja. Und dann, ich bin ja viel im niederländischen Bereich oder in Belgien oder in Italien unterwegs. Mhm. Ich bin ja in Österreich kaum unterwegs, ja, in dem Sinn, ja. Da mache ich ja keine Ausstellungen. Das ist ja eigentlich das, was ich da gemacht habe, ist ja eigentlich immer scheinbares Ausland. Ja, Ja, das ist mir ist mir aufgefallen, dass es da so eine Affinität zu den also zu Belgien, Gent, Holland und Italien. Ja, was denkst du, warum das der Fall ist? Ich weiß es nicht. Das hat sich ja so ergeben und ich habe mich dann vielleicht nicht so interessiert. Es hat dann natürlich damit zu tun, dass man, wenn man in Wien ist, muss man halt auch präsent sein im Sinne von, es ist ja oft sehr banal, wenn man zu einer Ausstellung eingeladen wird. Ja. Mhm. Es ist oft nicht so großartig, aber wenn man natürlich nicht erscheint, dann ist man auch nicht dabei. Ja. Ja. Ganz simpel. Ja. Das zeichnet Wien aus, meinst du? Ich weiß nicht, ob es das auszeichnet. Ja, da will ich nicht jetzt da was sagen. Das kann ich schwer sagen. Es wird wahrscheinlich oft so sein. Ja. Wahrscheinlich in kleineren. Natürlich im Ausland erwartet niemand, dass man präsent ist. Ja. Da wird man sozusagen eingeladen. Ja. Aber das ist hier nicht so Fall. Und dann ist ja auch die Kuratorenschaft ist ja hier auch sozusagen auf wenige beschränkt. Ja. Ja. Wenn man dann nicht passt, dann passt man einfach nicht. Ja. Ja, ja. Das ist anders als in Deutschland. Da gibt es aber wichtige große Städte und die haben sozusagen sind eher autonom in ihrer Öffentlichkeit. Ja. Ob jetzt Berlin oder Frankfurt oder Köln oder sowas. Ja. Mhm. Ja. Aber du hast letztes Jahr oder was vor 2 Jahren ein Buch rausgebracht? Ja, genau. Ja, letztes Jahr, ja. Letztes Jahr ja. Mit dem Titel 2112. Ja. Stimmt das? Ja, stimmt. Das ist ich habe jetzt nur einen Ausschnitt davon gesehen. Das ist eine Monographie oder ist das mehr ein Künstlerbuch? Oder gibt es diese Unterscheidung gar nicht? Das ist eine Art Monographie, aber sozusagen, wo ich auch was abgeschlossen habe. Ja, wo ich mal gedacht habe, ja, jetzt möchte ich sozusagen was beenden und möchte sozusagen, jetzt bin ich schon wieder woanders unterwegs. Ja. Das ist oft wichtig, dass man so Etappen macht. Ja. Und das war sozusagen eine Etappe zu schaffen und selber zu sehen, wo ich mich befinde. Ja. Das weiß man oft selber gar nicht, wenn man die Dinge so aus den Augen verliert, was man getan hat. Ja. Mhm. Und in so einer Form des Buches kriegt man die Dinge und auch die Verknüpfungen wieder. Wo gibt es sozusagen so Hauptstränge und wo hat man sie verloren? Ja. Und hier ist dann aber die Form des Buches
fand ich gut, ja. Ja, und auch wichtiger als zum Beispiel eine Webseite oder eine Präsenz in sozialen Medien oder so. Nie geschafft, dass ich sozusagen eine Webseite mache. Ja. Und die Social Media, die interessieren dich auch nicht? Auch nicht, nein, zurzeit. Vielleicht kommt es mal, ja, vielleicht kommt es. Ja. Man merkt ja immer mehr, dass das sozusagen wichtig ist. Aber ich weiß nicht, ich habe da noch keinen... Da bist du da. Idee dazu, ja, ja. Hm. Also du meinst keine Idee, wie man sinnvoll damit umgeht? Ja, wie man damit sinnvoll umgeht. Ja, nicht, dass man nur immer Fotos permanent postet. Ja, ja, ja. Und immer ich mehr... Ich glaube, es geht ja sozusagen, das sind so Sekundeneffekte, ja, mit denen man lebt. Man kann da... Es muss sozusagen sofort funktionieren. Das ist so, wie Witze funktionieren und sowas. Nicht? Die muss man sofort schaffen. Ja. Und dann muss man so irgendwie arbeiten. Gut, mit so einer Arbeit funktioniert das. Das geht natürlich mit solchen Arbeiten, wo diese Pygmalion da funktioniert ist. Das ist sozusagen ein bisschen mehr so ein Eye-Catcher. Aber im Grunde genommen geht es schon, dass man schnell Dinge erfasst heutzutage in der Kunst. Ja? Dass man gleich weiß, um was es geht und damit man dann zum nächsten weiterkommt. Ja, 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 es gibt ja auch durchaus künstlerische Arbeiten, die als Foto oder in den sozialen Medien viel besser funktionieren als dann im echten Realität, Real Life, ja, wo man dann ja auch total enttäuscht ist, wenn man das einmal original sieht. Weil das da tatsächlich einfach auch schon so mitgedacht ist, dass das als am Display, am Handy-Display oder im Instagram-Feed oder so einfach zu funktionieren hat in dem kurzen Moment. Ja, es funktioniert auch gut am Bildschirm. Der Bildschirm, der erklärt alles so recht. Ja, der Bildschirm, der verschönert die Dinge auch. Ja, der verschönert sicher die Bilder. Ja. Weil sozusagen durch eine Maschine durchgeht, die alles so gleich macht. Ja, und durch Licht. Durch Licht, ja. Und noch von hinten das Licht. Ich weiß nicht, also wir haben jetzt noch ein paar Minuten. Ja. Ich weiß nicht, ob vielleicht unsere Zuhörer, Barbara, wie würden wir das rausfinden, ob es da jetzt Fragen gibt? Aber vielleicht magst du eine Antwort. Aber die sind stumm geschalten. Ja, aber vielleicht ist eh okay jetzt, oder? Machen wir es so. Aber war lieb, das mit dir zu sprechen, Rita. Da? Jetzt habe ich dich nicht gehört. Ich habe gesagt, es war schön, mit dir zu sprechen jetzt. Ja, ja, ich fand das jetzt auch, aber wir haben eigentlich jetzt gerade erst begonnen. Aha, ja, genau, das stimmt. Ja. Ich wollte eigentlich vorlesen und wollte irgendwie was vorspielen, aber das geht sich alles nicht aus in so einer kurzen Zeit. Na, jetzt könntest du noch was vorspielen, weil wir haben, und das fände ich auch eigentlich einen schönen Abschluss. Aha, machen wir es so, ja. Ja, wir haben jetzt noch circa 8 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann mache ich kurz. Da muss ich nur kurz, wie das geht, dass ich da das... wieder auf meinen Bildschirm komme. Wie geht das, wenn du den wegtust, den Bildschirm? Wie komme ich auf meinen Bildschirm? Barbara, bist du da? Ansicht. Vielleicht. Aha. Manfredo, möchtest du den Bildschirm? Aber ich sehe nicht meinen Dings. Über Escape drücken. Manfredo. Wie Escape? Links oben, also auf deiner Taste. Aha. Aber ich sehe nicht meinen. Wo gibt es eine Escape? Weißt du, ich weiß nicht, wie ich auf meinen Desktop komme, ja? Wie komme ich auf meinen Desktop? Manfredo, du könntest versuchen, in der Menüleiste von Zoom klein zu schalten, dass du dir das Fenster klein schaltest, damit du deinen Desktop wieder siehst. Mir ging es jetzt über Escape. Wo ist das? In der unteren Leiste? Und also dann? Es kann unten oder es kann oben sein oder es kann auf der Seite sein, wie du es eingestellt hast. Ansichtsschritte, Standard, aber ich komme trotzdem nicht auf meinen Desktop. Vollbildmodus verlassen, genau. Genau, das ist gut, das klingt gut. Ja. Und da spiele ich noch kurz eine...
das auch von einem. Was hören? Das ist, wo ich dran arbeite, auch an einer Performance. Oder ein Musikstück. Eine Performance, ein Teil, ja, ein Musikstück. Also das ist was, woran du jetzt aktuell arbeitest, ja? Ja, genau, ja. Auch für Performance. Entschuldigung, man sieht immer noch das alte Bild. Man sieht kein Video oder sonst was. Es ist kein Video, es ist nur ein Ton, ja. Ich wollte nur, dass wir ein bisschen einen Abschluss schaffen. Aber natürlich, die Qualität ist natürlich schlechter auf dem Zeug. So. Ja, nein, das war ein sehr schöner Abschluss von dem Gespräch. Dann alles Liebe. Barbara? Ja? Ist das zu Ende, oder? Ja, also die Zuschauer könnten gerne noch Fragen stellen. Sie müssen ihre Stummschaltung selber aufheben. Da sieht man am Bildschirm unten ein kleines Kästchen, dann kann man gerne noch Fragen stellen. Dann alles Liebe, oder? Ciao. Gut, also dann danke fürs Gespräch. Ja, du auch, und, danke dir. Und bis bald. Ciao. Bald. Ciao. Danke an euch beide. Ciao. Ciao.